Schon jetzt wird es wirklich schon anstrengend. On My Way ist eine ganz besondere Talkshow. Wie bitte? Entschuldigung. Mach nicht. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Chantal, hau rein! Ach, wer regelt das Ding hier? Wie hoch ist dein Bodycount? Das habe ich noch nie gezählt. Wir müssen jetzt hier abbrechen. Was ist Bodycount? Was ist Bodycount? Ist das Englisch? Leute, hört auf, mach mal lang. Komm mal rauf, kannst du runter machen, bitte? Jetzt mach doch runter! Wie heißt Mami? Mama Gabi. Die Gabi? Ja. Meine Mama ist auch Gabi. Wirklich? Ja, mit ihr oder mit Y? Meine mit weiß, Y. Mit G. Welcome back zu eurer liebsten Laufbahnshow hier im Internet. Er ist Model. Da geht's schon falsch los. Er ist Tänzer. Das müssen wir nochmal neu anfangen. Warte, ich bin dran. Er ist Model, er ist Tänzer und mit seinem pinken Mikro ist er frecher bewaffnet als Promiflash. Und außerdem hält er ganz alleine die Skinny-Jeans-Industrie in Deutschland am Laufen. Herzlich willkommen für Straßenreporter Nummer 1, Marc Eggers! Boah. Ach komm, da weiß ich ist gar nicht, noch was schlimmer als die 5, ne? Kannst du die 5 kurz aufklären, warum wir ein vorbelastetes Verhältnis haben? Ich war heute Morgen bei Jam FM. Und da sollten Leute andere Menschen bewerten, von 1 bis 10. 10 ist mega gut, 1 ist mega schlecht. Was hat die liebe Vanessa über den Marc gesagt? 5. Also kurz, um das aufzuklären. A, finde ich so bewerten schon mal scheiße. Und zweitens saß mein Ehemann draußen und ich konnte nicht mehr sagen als eine 5. So. Also. Gebe ich dir recht, es gehört sich auch nicht so. Also, wir machen jetzt erstmal Speeddating. Schön, dass ich hier sein darf. Mich erstmal, ich freue mich sehr. Ja, wirklich? Endlich mal was mit Sport, tut mir gut. Geil, so viel Sport warum ist es eigentlich gar nicht. Warum piept es? Weil das jetzt heißt, dass es losgeht. Okay. Wir machen nämlich eine Runde Speeddating und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du dich richtig gut auskennst in Speeddating. Ja, ich bin immer noch Single. Das war ich du bei bist mir bei Single? 6 schon. Hallo, hallo. Es geht los. Also, pass auf. Uah. Wann hast du dir zuletzt die Haare gefärbt? Boah, letztes Jahr April, pink. War der größte Fehler meines pink? Lebens. Ja, erst blondiert, dann pink. Wen würdest du gerne mal interviewen? Boah, dich. Mit deinem pinken Mikro kannst du gleich mal weggehen. Beim nächsten Mal bist du bei einer Straßenfrage dabei. Nein, war ich noch nie, nein. Wirst du irgendwann mal dabei sein. Meinst du? Ich hoffe. Kommt drauf an, wie das hier aussieht. Wo ist dein Bodycount? Wo wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ja, weiter. Was? Okay, wo bist du geboren? In Hamburg. Womit gehst du deinen Freunden auf den Sack? Oh, ich bin sehr ungeduldig. Oh. Und sehr laut manchmal auch und hyperaktiv. Oh, in welcher Sportart bist du richtig schlecht, außer Laufen? Laufen bin ich richtig schlecht. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Außer Laufen? Laufen. Laufen. Singst du unter der Dusche? Ja. Nicht nur unter der Dusche. Hast du Lampenfieber? Ja, schon, bei gewissen Situationen auf jeden Fall. Welcher Ninja Turtle wärst du gern? Donatello. Der kam schnell jetzt gerade, ne? Null aus, ja, voll gerade. Ich muss erst mal überlegen, ey. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wirklich letzte Woche Freitag. Oh, ich mache momentan so viel, dass ich echt morgens aufgewacht bin und musste irgendwie weinen. Weil du so happy bist? Oder weil nee, weil es einfach so viel ist. Alles gerade war. Einfach, okay, krass. Ja, um so ganz ehrlich mal jetzt, wir waren so sein, lustig so gerade, jetzt kommt schon sowas hier. Ja, ey, hier wird es noch viel deeper, glaub mir. Hast du ein OnlyFans-Abo? Nein. Warte mal. Ein Abo, das heißt, du müsstest jemand abonniert haben, nicht du selber. Ah ja, hast du ein Abo? Ich habe mal eine Umfrage gedreht mit einer, die OnlyFans macht und da habe ich mich da mal angemeldet, um mir das mal anzugucken. Nein, rein nur aus Recherchezwecken. Da stocke ich schon. Also, schon jetzt wird es wirklich schon anstrengend. Du hältst dich ja auch fest, ich sehe das ja schon. Hallo, ich muss lesen. Ja. Pff. Was verheimlichst du deiner Mutter? Gar nichts, die weiß echt alles. Echt, wie heißt Mami? Mama Gabi. Die Gabi? Ja. Meine Mama ist auch Gabi. Wirklich? Ja, mit ihr oder mit Y? Die meine weiß, Y. Mit G. Wirklich jetzt? Mit I oder mit Y? Ja, mit I. Was könntest du jeden Tag essen? Nutella-Brot. Butter oder keine Butter drunter? Nein, keine Butter, das ist Quatsch. Butter macht gar nichts. Isst du mit Butter? Ja, das ist geil. Weil es ist ja nicht genügend Fett drin, da ist nochmal Fett drauf. Boah. Hast du einen Führerschein? Nee. Nein? Nee, hab ich wirklich nicht. Oh, nicht sagst du, aber die Frauen, wenn ich die mit so einem Elektroroller abhole, die holst erwarten ab? Denn so einen Typ mit so einem Porsche 911 und ich komme mit so einem Line-Scooter. Nein, finde ich ein bisschen sympathisch. Ja, sagst du? Was findest du so richtig ekelhaft? Boah, wenn Menschen echt unangenehm stinken. Nee, aber dieser ganz miese, dieses vom Sport so ein bisschen schwitzig riechen, aber so dieses, puh, eine Woche echt gar nicht mehr Dusche sehen, wow. Ist schlimm. Was macht dich sofort glücklich? Boah, wenn ich meine Videos drehe, das macht mich echt immer sehr, sehr glücklich. Fertig? Also jetzt erstmal. Jetzt muss runter. Wir machen nicht noch einmal so schnell, oder? Hast du dich nicht vorher? Hast du nicht. Gut, egal. Boah. Also, On My Way ist eine ganz besondere Talkshow. Wie bitte? Entschuldigung. Macht nichts. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Hast du schon wieder eine Antwort gemacht jetzt? Hast du nicht, nein. Okay. On My Way ist eine ganz besondere Talkshow. Weißt du warum? Weil im Gegensatz zu anderen machen wir uns richtig krass Mühe, einen eigenen Backdrop für den Gast zu designen, auszudrucken. Und der kann der Gast sogar... Nee, ist noch nicht fertig, der kommt noch. Ach so. Ich enthülle den jetzt. Sowas hat niemand sonst, sag ich dir. Du bleibst da. Gut. Ja. Sag mir was dazu. 1, 2, 3. Nur für dich. Ganz individuell. Was ist das? Was sehen wir da? Das ist die Spitaler Straße. Hamburger Innenstadt. Die Hamburger Innenstadt. Und ja. Tatsächlich habe ich vor circa 10 Jahren genau da hinten, also wirklich, mein Geld verdient als Straßentänzer. Ohne da wollte ich drauf hinaus. Ich habe auch mit Oberflächlichkeit zu kämpfen. Mich schieben die Leute auch sofort in die Schublade. Du wirst es nicht anders kennen wahrscheinlich.
Und ich packe manchmal auch Leute in die Schublade und ich hätte nicht erwartet, dass da so ein tiefes Thema bei dir rauskommt. Du hast wirklich dein Geld verdient mit Breakdance. Ja. Und du warst du obdachlos? Ja. Und das war alles hier. Genau, das ist wirklich das Erste, woran ich denke, wenn ich diesen Spot da sehe, also das ist ein bisschen weiter hinten, ist das wirklich für mich so das Allererste, woran ich denke. Ja, ich habe tatsächlich da mein Geld verdient bei Wind und Wetter. Wir sind sogar Heiligabend, 24.12. mit allem Mann kurz vor Ladenschluss noch hin, haben mit den Jungs getanzt, mit dem Hut rumgegangen, alle mit Pulli angezogen und haben dann gehofft, dass wir irgendwie ein bisschen Geld haben, um dann vielleicht noch ein paar Geschenke kaufen zu können. Damit habe ich meinen Lebensunterhalt bestritten eine Zeit lang. Hast du noch Kontakt mit den Jungs? Ja. Ja? Ja, die Jungs sind wie meine Familie. Also ich kenne die jetzt seit über 20 Jahren. Krass. Und ich trete jetzt zwischendurch auch manchmal im Megapark auf. Und beim letzten Auftritt habe ich gesagt, Jungs, ich zahle euch die Flüge. Ihr kriegt natürlich eine Gage. Ich will mit euch einen Auftritt machen im Megapark. Und wir haben einfach eine gute Zeit. Habt ihr gemacht? Ja, haben wir gemacht. War mega. Nice. Mega im Megapark. Bist du so offen zu erzählen, warum es so weit kam? Also warum? Boah, ich bin recht früh auf mich alleine gestellt gewesen. Seitdem ich 15 bin eigentlich, kümmert sich so kaum jemand um mich. Und dann hat das alles so seinen Weg genommen. Ich habe dann bei meiner Schwester eine lange Zeit gelebt, bis ich 18 wurde. Und mit 18 war ich dann in der Ausbildung. Und was man dann als junger Mensch macht, wenn keiner mehr aufpasst, man hat halt selber kaum Geld zum Leben, weil Ausbildungsgehalt irgendwie so 470 Euro, die Miete sind 400 Euro, auch nur so eine Einzimmerwohnung. Und dann bleibt nicht so viel über und dann denkt man halt, ja, ich zahle jetzt die Miete mal nicht, das macht man einen Monat nicht, zwei, drei, vier, dann irgendwann hast du ein Jahr lang das Ganze nicht gezahlt. Und dann kommt tatsächlich die Gerichtsvollzieherin und ruft dich an und sagt, Herr Eggers, sind Sie zu Hause? Dann brechen wir jetzt die Wohnung auf und räumen alles aus, was da drin ist. Und es ist mir tatsächlich mit 23 Jahren widerfahren. Und dann stand ich da ohne Wohnung, ich habe keine Ausbildung irgendwie abgeschlossen. Ja, und das war so meine Ausgangsposition. Und da war ich dann tatsächlich in der Hamburger Innenstadt und habe getanzt. Wendepunkt war dann Supertalent, so ein bisschen auch, oder? Ja, tatsächlich. Ja? Ja, ich war tatsächlich 2010 beim Supertalent, habe Breakdance gemacht und das hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Hat dich irgendjemand ermutigt dazu? Ich habe damals mitgemacht für einen Jungen, der schwer krank war, der leidete am Muskelschwund. Mhm. Und der hat mich damals sehr ermutigt, dort mitzumachen. Für mich ist immer voll schwierig, über das Thema zu reden, selbst wenn ich jetzt gerade hier gehe und so, weil das für mich extrem emotional ist und ich den Jungen sehr viel zu verdanken habe. Der lebt leider nicht mehr. Sorry, ich wollte euch jetzt nicht so nahe treten irgendwie. Nö, nee, alles gut. Trotzdem, ist immer für mich voll schwierig, das zu sagen. Es ist auch kein Thema, weil ich weiß, dass da Menschen sind, die einen sehr stark beeinflusst haben. Wenn du weißt, das ist dein Background und du bist der Tänzer und das ist ein Mensch, der dich motiviert, dahin zu gehen und dann verändert sich dein Leben, dann hast du denen schon viel zu verdanken. Und daher, genau, das war aber meine Motivation, einen Jungen, den ich betreut habe beim Zivildienst. Und dann war ich beim Supertalent. Da ging es aber nicht so viel ums Tanzen. Damals war ich tatsächlich noch nicht so in die Jahre gekommen und war optisch noch ansehnlich. Und da ging es viel ums Modeln. Wie er tut. Naja. Und auf jeden Fall nach dem Supertalent durfte ich dann als Model arbeiten und habe dann Geld verdient und dann hat sich mein Leben zumindest finanziell zum Positiven gewendet. Gab es schon mal einen, der so viel geschwitzt hat in so kurzer Zeit? Seid ehrlich? Ja. Wer war's? Ich glaube, Knossi ist mit so Rekordhalter, oder? Ja, aber dass der das geschafft hat, ne? Jens. Mit seinem Krönchen hier. Das war auch die Motivation. Auch nicht verrutscht. Wenn der hier läuft, dann kann ich das auch. So, jetzt voll der Thema-Switch. Und zwar mit dem pinken Mikro durch Deutschland, mit dem du rennst, lassen ja auch so ganz krasse Influencer die Hosen runter und sagen dir, was die auf dem Konto haben. Ja. Jetzt lässt du mal die Hosen runter. Was hast du auf dem Konto, Marc Eggers? 30.000 Euro, selbstverständlich. Wie alle anderen auch. Versteuertes Geld. Das ist die Standardantwort, die jeder gegeben hat, oder? Die sagen es mir nämlich teilweise auch nicht richtig. Es haben fast alle 30.000 gesagt. Was? Ja. Wirklich? Ja. Haben sie? Ja. Also ich glaube, von 10 haben 37.000 gesagt. Außer Trimax, der war, glaube ich, ehrlich. Also, Trimax, die ehrliche Haut hier. Na gut, ich bohre nicht weiter rum. So, nächste Frage, die unsere ZuschauerInnen ganz deutlich interessiert. Bist du Single? Hast du vorher schon gesagt, du bist Single? Ja, ich bin Single, ja. Sag mal, stimmt es, dass dich Mütter besonders interessieren? Wo kommt das her? Ich weiß nicht, aus irgendeinem Video ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass du es auf Mütter abgesehen hast. Nee, auf Mütter? Also die jetzt schon Kinder haben, also tatsächlich. Die Mütter, die jetzt schon Kinder haben. Also, ne, ich erzähle jetzt wirklich eine Story, die habe ich echt noch nicht oft erzählt. Dann rauch raus. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die habe ich kennengelernt, die war im 6. Monat schwanger. Mhm. Und das ist nicht von mir. Und die war natürlich dann eine werdende Mutter. Und ich war auch mit der zusammen, bis die ein Jahr alt war. Also da war ich so komplett Papa. Ist auch mein Patenkind jetzt. Ach, die ist jetzt mittlerweile 8 Jahre alt, also wird jetzt 8 Jahre. Habe ich auch gestern besucht, süß, tatsächlich hier in Berlin. Aber nee, das war so einmalig. Vielleicht kommt es daher, dass man denkt, ich... Ja, Mütter gut, aber das hatte jetzt nichts, dass ich dachte, du bist Mama, ich will dich jetzt
Guck das mal, ist ja viel Verantwortung, auch so ein Kind und die so. Die Herzen schmelzen hier gerade dahin. Naja, nee, ohne Witz. Oh, guck mal. Wenn man ein Kind großzieht von einem anderen, heißt es, man geht für jemand anders ins Gefängnis. Das war es selbstverständlich nicht, weil es eine wunderschöne Zeit war und ich liebe mein Patenkind über alles. Aber ja, es ist nicht so easy, wie man denkt, da so okay, da zu sein für jemanden. Aber kriegst du dann oft Körbe oder warum bist du Single? Guck mal, ich bin jetzt 36. Was nicht alt ist. Was nicht alt ist, genau. Und ich hätte schon Lust, jetzt irgendwann auch mal zu heiraten und Kinder selber zu bekommen. Okay, Leute, ciao. Also, pass auf, deine Kamera. Wir machen jetzt wirklich einen Dating-Aufruf. Und bitte, da muss die richtige Frau dahinter sein, sonst komme ich persönlich vorbei, weil dieser Typ ist wirklich ein Toller. Und ich bringe dir dann so die Liebesbriefe wie so Inka Bause. Das geil. Ja, das wär auch. Kannst du bitte mal kurz, hier ist deine Kamera. Hallo. Was soll sie, wie alt bist du, stell dich vor, was soll sie haben, wie soll sie sich melden? Achso, bei mir dann. Genau, bitte bei Vanessa melden. Ja. Oder bei ihm direkt, auch gut. Humor ist mir wirklich ultra wichtig. Ich habe selber nicht so viel zu bieten. So. Aber wenn die Frau mich so nimmt, wie ich bin, dann wäre ich schon echt happy. So, ich bin viel unterwegs, sehr viel am Arbeiten. Aber wenn eine Frau da ist, die Bock hat, viel zu lachen, die wirklich auch Lust hat, irgendwann mal Kinder zu bekommen. Und ich weiß, es ist widersprüchlich, weil ich echt viel Spaß gerade mache und viel unterwegs bin. Aber solange ich natürlich noch Single bin, kann ich natürlich noch meinen Spaß machen. Wird aber jetzt langsam mal Zeit für Kinder, Hochzeit, Haus auf Mallorca, vielleicht, demnächst. Anelia, ich hab da jemand. Ja. Die ist schon heiß, gell? Ja? Ja, super, machen wir gleich, machen wir gleich. Okay, oh. Okay, wir kommen gleich nochmal auf dich zurück. Wir tauschen gleich Nummern. Ich kann auch tanzen. Anni ist meine Make-up-Artistin und nicht nur das, sondern auch meine Choreografin, meine Freundin, meine Fotografin, meine Make-up-Artistin, Tänzerin. Ach, sie tanzt ja auch noch. Anni ist toll. Anni ist ein absolutes Multitalent. Ich sehe sie immer in deinen TikToks. Ja. Ich kenne, wie gesagt, von Tanzjobs habe ich sie schon mal gesehen. Ich bewundere das auch immer. Ich finde, Tänzer haben immer eine tolle Ausstrahlung, ja, mit Attitude. Ja, voll extrem. Okay, so, haben wir dieses Thema auch. Also, die Liebesanfragen können wir jetzt noch mal streichen, weil wir haben jetzt schon eine Frau. Tut mir mal sicher. So, apropos Frisur. Du bist ja auch bekannt für deine voluminösen Haare, die dich auf jeden Fall größer machen als Laser-Luca hier in dieser Folge. Du hast auch ein tolles Styling-Produkt. Das Geilste finde ich Hafe, Digga. Ja. Also bist du drauf gekommen? Das ist, weil, nee, mein Geschäftspartner mir, tatsächlich ist. Hey, geil, aber wirklich gutes Ding. Weil wir ein Hamburger Unternehmen sind und da sagt man oft Digga. Und dann haben wir gesagt, Haferdigga und nicht Verdicker, sondern Digga. Verdigga. Wie wichtig ist dir Aussehen? Früher war das voll wichtig. Echt? Ich habe ja früher nur YouTube-Videos gemacht, da ging es nur um Äußerlichkeiten. Mode, Fashion, Lifestyle. Und da habe ich mir richtig viel Gedanken gemacht. Und heute, ich trage immer dieselbe Hose, ich habe immer irgendwie Klamotten an, die mir Leute schenken. Vielleicht liegt es auch am Alter, ich habe mich auch wirklich gehen lassen. Aber als ich ultra viel Sport gemacht habe, ein Sixpack hatte, habe ich mich genauso körperlich wohl gefühlt wie jetzt, wo es irgendwie alles nach vorne geht. Ich mache mir nicht mehr so verrückt. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ach, das ist klingt dann immer so irgendwie. Ne, die Tour zieht nicht mehr lang, ne? So langsam kippt, so langsam ist er einfach zu sympathisch und zu nett, oder? Findest, eine Community-Frage gibt's. Wurdest du schon mal von Security von einem Event geschmissen, weil du die Gäste genervt hast? Was? Nee. Nein? Nee. Also ich drehe teilweise jetzt mit Security, weil es ein bisschen zu stressig manchmal wird und okay, die Leute auch auf Mallorca sehr betrunken sind. Aber mich hat noch nie jemand von einem Event geschmissen. Jetzt ist es schwierig für dich, glaube ich. Wir fangen jetzt an zu spielen. Oh. Jetzt geht's Runde für Runde. Du bist schon voll fertig, ey. Pass auf, wir machen hier nicht schneller, sondern das Laufband. Doch, natürlich, wir spielen jetzt Double Time. Wie konnte ich das vergessen? Wir spielen Double Time, das heißt, das Laufband wird doppelt so schnell und wir spielen Face Swap. Face Swap heißt, dass zwei Promis so zusammen gemischt worden sind und wir müssen erkennen, wer die Promis sind. Und ich habe das Gefühl, dass einige Promis, die wir vermischt haben, auch schon eine Rolle in deinem Leben gespielt haben. Ah, okay. So viele Promis kenne ich gar nicht. Aber ich tue mitspielen, also ich weiß selber nicht, was das ist. Und Anekdoten sind erwünscht und dein Buzzer kannst du auch drücken. Okay. So. Aber muss so schnell sein, ja? Boah, Double Time, Mann. Also ich bin jetzt, das heißt nicht Double Time. Ja, okay. Wie lange ist Double Time? Komm, schnell. Ja, wie so schnell, wie du errätst und okay, sprichst. Ah! Hier, ich weiß es. Ellen DeGeneres? Nee, Inka Bause? Nee. Sonja Zietlow. Und? Wie und? Ja, da ist ja, das ist ja nicht Sonja Zietlow, mein Gott. Achso, ich muss beide? Ist das nicht Sonja Zietlow? Doch, aber die andere? Ah, Knossi! Jens Knossalla und Sonja Zietlow, ja? Das ist ja gar nicht erkannt, aber guck mal, war Sonja Knossalla, guck mal. Und Zietlow, woher kennst du die? Nur vom Dschungelcamp und so. Ah, war die kurz zu dir? Persönlich kenne ich sie. Achso, du kennst sie nicht? Ich war nicht im Dschungelcamp. Nein, nicht deswegen, aber kann es sein, dass du sie persönlich kennst? Nee. Aber Knossi kenne ich persönlich. Der ist immer gut zu mir. Ja. Oh, Sophia Tomala und. Ah, Novana Lauf, oder? Ja, Novalana. Warte mal. Ah, Icke Hüftgold. Icke Hüftgold? Icke! Kennst du Icke? Ich habe dir vor kurzem mal was gefragt, wegen Megapark-Auftritt und sowas, aber auch noch nie persönlich. Doch, klar.
Ich war bei seinem Fußballspiel dabei, auch für einen guten Zweck. Ach, da habe ich ihn kennengelernt, aber auch nur kurz. Aber magst du ihn? Ja, super lieber Typ. Finde ich auch super ganz toll. Und Farina auch. Die hat mich immer getröstet, als ich Flugangst hatte. Ich werde behaupten, Icke ist mit der Grund, warum wir hier einen Erfolg haben bei On My Way. Weil die erste Folge war Icke. Ja. Und die lief richtig geil, weil Icke war einfach ein Herz. Ja. Okay, und Novana Love, habt ihr was gehabt mal? Da meinte ich gerade, die hat mich getröstet bei meiner Flugangst. Getröstet? Ja, getröstet, die war für mich getröstet? Da. Nee, einfach nur mir Mut zugesprochen. Ah, okay. Getröstet. Ja, aber die ist hübsch, ich find die toll. Boah, ist da, also bei mir tropft jetzt, ne? Ja, du hast Schweißband und Handtuch. Wie, du hast dein Schweißband weg im Arm? Nein, ich hab's doch. Ja, dann nimm's. Okay, next one. Ja. Ah, Silvi Mais und der Schmitz. Ist das Ralf Schmitz? Hast du schon erkannt, die zweite Person? Ich hab's Gefühl, es ist Ralf Schmitz, oder? Die Augen? Dieter Bohlen. Ups. Na, Silvi? Die war in der Jury. Bei meinem allerersten Supertalent-Auftritt. Ah, ja, ja, natürlich, klar. Und als ich auf die Bühne gekommen bin, hat sie gesagt, für mich bist du schon halb weiter. Oh. Und ich habe noch nicht mal getanzt. Und Bohlen ja natürlich auch, ja klar. Ja, Bohlen wollte tatsächlich damals sogar mit mir Musik machen und hat gesagt, du wärst der deutsche Ricky Martin, wenn du singen könntest. Aber ich kann natürlich nicht singen. Ricky Martin kann vielleicht auch nicht singen. Ja, ich glaube schon. Das ist Spaß. Der ist schon, glaube ich, krass. Ja, ja, Ricky Martin kann super singen. Okay, do we have it? Oh, wir haben's. Janine, dann tun wir das bitte weg. Stopp jetzt das Laufband wirklich sonst. Ja, pass auf, es wird zwar gestoppt, also gestoppt nicht, es wird langsamer. Aber wir kriegen jetzt köstliche Shots serviert. Haben wir mal eine Close auf mein Gesicht? Ja, mach mal kurz. Sieht man das, wie ich aussehe? Ja, das sieht man. Das läuft echt voll runter. Ey. Danach können wir alles hier unten. Ey, sorry, dass ich hier alles so voll schwitze. Alles gut. Die sind so geil, die Shots, die Janine uns jetzt gleich präsentiert. Aber kein Alkohol, ne? Da willst du danach safe das Rezept haben. Okay. Ironie aus, mag ich jetzt. Das ist echt eklig, glaub mir. Das wird eklig. Ja? Ja. Boah, also, so viele? Das ist wirklich eklig. Und wir spielen Never Have I Ever. Kennst du? Was das heißt, ich habe noch niemals? Genau, ich habe noch niemals und wenn du hast, dann musst du trinken. Wenn ich habe, muss ich trinken? Ja, und ich natürlich auch. Oh. Ganz kurz, es hat noch nie jemand die Flasche ausgetrunken. Ja, die ist aber wirklich gleich leer. Haben wir gleich noch was? Ich habe noch nie mit einer Person rumgeknutscht, deren Namen ich nicht kannte. Gerade heute Morgen noch wieder. Was? Mm. So, jetzt wirst du unsympathisch. Das sind halt die Sprüche, die bringt er dann halt zwischendurch mal. Oh, was ist das denn? Es wird anstrengend und schmeckt auch noch blöd. Oh, was war das denn? Geht, ey. Oh, es ist ekelhaft. Ich habe noch nie nachts heimlich im Freibad gebadet. Nachts im Freibad gebadet? Nachts im Freibad? Nein, aber im Meer, aber nicht im Freibad. Meer habe ich auch, Mallorca, gerade letzte Woche. Freibad? 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 Da musst du ja einbrechen und so. Heimlich im Freibad? Nee, heimlich habe ich, glaube ich, wirklich noch nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Aber nur Meer. Ich habe noch nie bei einem Dreh meinen Text vergessen. Ja. Oh Gott. Natürlich. Tschin, tschin. Aber bei deinen Promi-pinken Mikrofonsachen machst du doch keinen richtigen Text. Du hast es mit diesem pinken Mikro. Ich finde das so toll. Das war, ich habe mich echt gefreut. Das war die schönste Anschaffung, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Ja, nein, ich wollte ja nur sagen, dass du da ja keine Moderation hast, oder? Nee, aber ich habe ja schon mal geschauspielert. Aber da habe ich schon mal Texte vergessen, ja. Auch. Und ich habe auch manchmal Moderationskarten, da vergesse ich auch ganz viel. Ich habe noch nie mit einer Partybekanntschaft das Bad verschlossen und blockiert. Ja, bei solchen Fragen kann ich wirklich hier alles austrinken, ne? Gilt auch Toilette? Das rote Beete gewesen, ne? Oh, das ist so widerlich, Mann. Was war das? Ja, ich glaube rote Beete. Oh, das Mann, das ist, so ist ja wirklich, man wird das echt verkauft, so ein bisschen auf dem Laufband rumsteppen. Ultra anstrengend. Ekelhaft. Okay, weiter? Bah. Ich habe noch nie vor einer Runde im Fahrgeschäft einen Rückzieher gemacht. Oh, ja, ich auch vor kurzem gemacht, beim Dreh mit Gewitter im Kopf. Was, bei was? Die YouTuber Gewitter im Kopf, kennst du die? Nee. Jan und Tim, der eine, der Tourette hat. Mm-mm. Nee, ah, okay, nee. Die waren mit mir auf der Kirmes und da wollten die in diesen Breakdancer rein. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Doch, komm, wir gehen jetzt mal da hinten und fragen. Ah, Marc Eggers traut sich nicht, auf Breakdance zu gehen. Dann ist der Tag vorbei, dann werde ich kotzen. Okay, let's go! Im Alter hat man mehr Angst. Ja, aber Breakdance ist ja jetzt... Ja, okay. Prost. Ja, oh, da ist ein Stückchen drin, Mann. So. Ah, ich will das nicht sehen. Aber das ist ja wirklich alles eklig. Ist die letzte Frage, ne? Ich habe noch nie einen allergischen Schock gehabt. Nee. Nee. Glücklicherweise nicht.
Ach so, doch, warte mal. Ist ein allergischer Schock, wenn man auf ein Narkosemittel reagiert und einen Herzstillstand hat? Ja. Hast du das gehabt? Ja, das hört sich schlimmer an, als es ist. Ich hatte halt eine Knie-OP und dann haben die mir hinten so eine Spinalanästhesie, heißt das so, gegeben. Und das war halt, ich war so zack und dann nach hinten weg und Licht aus. Und dann danach, aber die haben weiter operiert, also muss es nicht so schlimm gewesen sein. Und danach haben sie halt gesagt, kurze Herzstillstand, kurz animiert und dann weiter operiert. Also ja, ist ja nicht schlimm. Also, wenn das Herz kurz mal stehen bleibt. Es hört sich schlimmer an, als es ist, aber war ein allergischer Schock tatsächlich. Ja, es hört sich auch nicht schlimm an. Reanimiert, Herzstillstand. Kein Problem, also alles gut. Schön, dass du noch da bist. Ey, die haben operiert. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Hast du jetzt getrunken gerade? Nein, weil ich hatte ja noch nie Herzstillstand mit ja Spritze hinten im Po. Steißbein, nicht Po. So. Aber der war... Aber ich hab... Nein, du füllst nicht nach. Schränkt dich das an? Du schwitzt gar nicht. Doch, ich schwitze. Nee, du schwitzt doch, nicht. Doch, ich schwitze hinten. Ich schwitze nur im Gesicht nicht. Sehe ich schwitzig aus jetzt immer noch, ne? Guck mal, hier, siehst du? Du lachst wieder, der Haha, der mag. Hier freuen sich alle. Ich hab noch nie ein Promi-Event gecrashed. Sag mal, so viele Fragen wie mit Promi-Event, musst du irgendwas gemacht haben? Nee, ich war eingeladen. Pack ich habe auf dem Promi-Event mal gefragt, wie hoch der Bodycount ist. Ja, aber da war ich eingeladen und man. Und dann bist du rausgeschmissen worden? Nein. Sondern du hast gecrashed, war kacke. Auch nicht gecrashed, nein. Das Video war ein voller Erfolg, alle haben sich gefreut. Dann war's das. Aber Janine, da musst du trotzdem das Gesöff jetzt mitnehmen, weil sonst liegt es auf dem Boden. Oder sollen wir einfach trinken, weil es so gut schmeckt? Komm, wir trinken noch. Wir sind hau weg, du Scheiße! Prost. Prost. Guck mal, der war eigentlich ganz lecker. Das ist mit Ingwer. Oder? Nee, ja, also, muss das den mochte ich am liebsten. Also, ich fand, du hast mega sensationelle Stories ausgepackt. Aber ob das jetzt ein gutes Date war, das sehen wir natürlich am Ende. Ein gutes Date? Ja, das Speed-Dating, mein Gott, das war so ein Wortwitz. Ach so, ja, sind wir am Ende schon? Ist jetzt schon wir vorbei? Wir sind am Ende, jetzt kommt noch ein Fragenhagel mit dem Schlusssprint. Sprint. Ja. Sprint, guck mal, der Tropfen runter. Ja, es ist wirklich meines Ernstes. Halt, oh, ne? Wow. Alles Fitness. Klar, komm. Je schneller du antwortest, desto schneller ist es vorbei. Los geht's, komm. Nee. Chantal, hau rein. Acht. Wer regelt das Ding hier? Mit oder ohne Bart? Was jetzt mit? Mit oder ohne Bart? Nein, meine Partnerin ohne Bart. Oh Mann, L.A. oder New York? New York. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Gehört Ananas auf Pizza? Ja, kann man schon machen eigentlich. Hip-Hop oder Elektro? Hip-Hop. Wer hat dich zuletzt angerufen? Oh. Mein Geschäftspartner Alvaro. Wie hoch ist dein Bodycount? Das habe ich noch nie gezählt. Was ist Bodycount? Ist das Englisch? Kann man das sehen? Wer das Warm-Up gesehen hat, was schätzt du? Komm. Auf Instagram weiß, warum er den Mittelfinger bekommt. Schätzt keine man? Ahnung. Ich habe das Wort bis vor 5 Minuten gar nicht gekannt, Mann. Kannst du mal erzählen, was Bodycount ist? Das weiß nämlich meine liebe Community nicht, weil die ganz nett sind. Wir müssen jetzt hier abbrechen. Was ist Bodycount? Leute, hört auf. Was ist Bodycount? Das ist die Anzahl, mit wie vielen Menschen du schon Geschlechtsverkehr hattest. Was ist dein Bodycount? Das weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Ich hab's vergessen. Haarwachs oder Haargel? Haarwachs von Setzen. Oh, Sprachnachricht oder SMS? Sprachnachricht. Alter, SMS, seid ihr bescheuert? Mit oder ohne Parfüm? Mit Parfüm. Horrorfilm oder romantische Komödie? Romantische Komödie. Oh Gott, knutschst du beim ersten Date? Kommt immer drauf an, wenn es sich ergibt. Top. Oh, ist vorbei. Ja. Leute, hört auf, mach mal lang. Total, komm mal rauf, hör kannst weg. Du runter machen, bitte? Jetzt mach doch runter! Also wirklich bodenlos hier. Boah. Ist vorbei, also mit runtergehen. Oh, das war wirklich anstrengend. Alter, warte, ich bin noch nicht mal fertig. Nee. Ja, mach mal, es ist ja noch auf 5. Ja, das war's jetzt mit Alma Wey und Marc Eggers. Nee. Ich bin froh, dass du es durchgehalten hast. Du kannst alles mitnehmen, was du vorgeschwitzt hast. Ja, ich bin froh, dass ich das pinke Mikro nicht vor der Fresse hatte. Das ist so gemein, ich hätte es mitbringen sollen. Wenn ich dich nächstes Mal sehe, werde ich dich so interviewen. Ey, komm, das war überhaupt nicht schlimm. Heul mal nicht rum hier. So, und Anelia, das machen wir gleich, ne? Das klären wir gleich, ja. Gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht mit dem Laufband. Tolles Format an alle meine Kollegen. Kommt her. Kann man auch ein bisschen laufen, super. Ja. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben geben und gerne mal den eigenen Bodycount in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich lese mir das durch. Du hast die Kamera schon ausgemacht, super. Ach, der Marc. Große Klappe und viel dahinter. Ich würde sagen, die Liebesbriefe gehen bitte direkt in die Kommentare rein. Aber bitte alles jugendfrei. Und wenn ihr euch für meine persönliche Metamorphose interessiert, dann könnt ihr jetzt bitte die Doku anschauen. My Time is Now in der ARD Mediathek. Die habe ich euch verlinkt. Ansonsten könnt ihr mich noch wissen lassen, welchen YouTuber wir als nächstes verkuppeln sollten. Ja, weil wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr einfach nicht zum Scheunenfest eingeladen. Warte mal, falsche Sendung.